Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Raiders da draußen. Es geht weiter mit dem Kolosseum von Tomb Raider 10th Edition, was für die PSP einmal rauskommen sollte. Und wie immer, die Level sind teilweise nicht spielbar, aber zumindest können wir mal ein bisschen erforschen und uns die Sachen anschauen, was denn halt so schon fertig war und inwiefern Core Design da ja schon dran gefeilt hat. Ja, da sehen wir da hinten, das ist zum Beispiel, da hat keine Texturen. Zum Teil sind das, glaube ich, sogar die Originaltexturen aus dem ersten Tomb Raider Teil, ne? Fällt hier zumindest schon mal auf. Okay. Wo müssen wir lang? Ich möchte ungern ins Wasser, aber ich glaube, wir müssen, ne? Das Wasser scheint auch noch nicht so animiert zu sein. Da unten ist wieder irgendwie sowas wie so ein TNT-Teil. Das heißt, hier hätte man wahrscheinlich einen Gegner gehabt oder so. Da drüben scheint es ja weiterzugehen. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Okay, schwimmen ist möglich. Oh ja. Kolosseum. Na, können wir hier raus? Ich versuche mal mein Glück, ne? Irgendwo. Dass sie irgendwo vielleicht greift. Ach, shit, das geht wieder nicht. Jetzt. Oh, oder? Okay, müssen ein bisschen tricksen. Aha, okay, also. Feinde waren schon geplant. Sie wieder und so wie das Krokodil hier. Cool. Und ein Löwe. Nice. Leider ist er noch nicht fertig texturiert. Ja, wie cool sieht das denn bitte aus? Nice. Ich weiß nicht, ob wir da... ob wir da irgendwie hochkommen sollte. Ach, das ist... es lockt. Es lockt. Es blitzt so schön. Okay, eingesammelt. Ja, wie immer, ist mega schade, dass es nie fertig geworden ist. Oh. Da hinten ist ein Löwe drin. So viel haben wir schon mal gesehen. Das ist toll. Cool. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das halt fertig ist, ne? Oh, da können wir rein. Okay. Das ist noch nicht ganz so, wie es soll. Ich denke mal, egal welche Richtung. Damals war, glaube ich, eine Seite... ja, wollte ich gerade sagen. Eine Seite verschütt und die andere Seite... kam ein Löwe denn entgegen? Oder wie war das noch? Jep. Den haben sie auch wieder eingebaut. Okay. Lara hat Schwein. Der ist noch nicht fertig animiert. Oder texturiert. Oh, schade. Wir kommen nicht rein. Könnte sein, dass der Schalter ja irgendwo ist, ne? Hier ist auf jeden Fall keiner. War da nicht irgendwo draußen? Ah, shit. Moment. So. Oh. Sie fällt da trotzdem durch. Ja. Gucken
gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendwo ein Schalter ist. Na, hier backen auch die Texturen leider noch. Ja, komme so ohne weiteres da nicht rein, ja? Vielleicht ist es im Wasser, ne? TNT. Tja. Wie war das denn im Original? Da musste man nach oben auch irgendwie noch drauf rumkraxeln. War das nicht so? Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass ich das gespielt habe, aber das habe ich schon wieder vergessen. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass Lara ja Schwierigkeiten hat, da rauszukommen. Okay, dann machen wir das so. Cheaten wir wieder ein bisschen, ne? Mal gucken mal da hinten durch. Aber auch toll, wie der Lichteinfall hier ist und so. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier schon klettern können. So. Nee. Ist doch kein Schalter in Sicht hier. Okay, wir schummeln mal und schummeln uns mal hier durch. Mhm. Ah, da wäre auch ein Krokodil gewesen. Nice. Die haben sich da echt dran gehalten, wie vom ersten Teil, ne? Irgendwie durch die Wand glitschen oder durchbacken oder irgendwas. Schwimme ich noch mal eine Weile. Okay, hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Okay. Ah. Jetzt werden wir hier raus. Okay. Hätten wir so irgendwie da hoch müssen. Vielleicht ist das noch nicht so gebaut worden, dass man da hoch kann. Also die haben, das ist mal echt mal mega interessant. Die haben wirklich sich Gedanken gemacht, also so, wie war das damals? Und haben dann wahrscheinlich erst im Nachhinein die neuen Texturen eingebracht und ja, dementsprechend das sozusagen auf den neuesten Stand gebracht. Weil das sieht wirklich aus noch so wie damals, ne? Ach, der Himmel ist noch nicht... Noch keine Texturen, so wie auch die... Die Feinde hier. Sie greifen Lara auch nicht an. Ah, und ich weiß noch, das war so mega schwer hier, ne? Dieser blöde Sprung. Das sind die Affen hier. Da ist der versteckte Löwe noch. Also die haben sich wirklich die Dateien irgendwie geschnappt vom allerersten Teil, ne? Und dementsprechend, ja. So. Dementsprechend das dann umprogrammiert. Gucken, inwiefern wir das hier voranbringen können. Spielmäßig. Also eigentlich müsste sie sich da festhalten können. Aber irgendwie ist das nicht möglich gerade. Na gut, dann... Müssen wir wieder Trick 17 machen hier. Schade. So.
Viel mehr ist ja nicht, oder was? Doch. Aber da kann sie sich auch wieder nicht festhalten. Okay, wie war das darüber, ne? Ja, hier bräuchte man einen Schlüssel. Genau. Haben wir aber noch nicht. Und dann die ganzen Affen natürlich. Oh, sie zielt drauf. Oh, das ist neu. Interessant. So, jetzt wäre er wahrscheinlich tot. Hat auch schon ein Schadensmodell, also. Aber das Bein ist ein bisschen komisch, ne? Das hängt da so oben. Also Schalter bedienen und dass sich dann eine Tür öffnet und so, das scheint ja schon zum größten Teil zu funktionieren. Aber so mit den Schlüsseln und so, das ist noch ein bisschen schwierig, ne? Also die Items, die man halt so einsammelt und dann, dass Lara sie irgendwie verwenden kann, das scheint ja leider noch nicht so zu funktionieren. So, jetzt gucken wir uns einmal hier nochmal um. Ist das jetzt hier nur eine Falle? Ach, da kann sie speichern. Auch eine Idee. Oh, hier ist ein Schalter. Da ist auch ein Schalter. Ah ja. Guck mal, das geht schon. Hier wäre wieder ein Löwe gewesen. Und da auch. Kann sie auf die auch zielen? Oh ja. Sie zielt. Oh, der ist auch schon. Der hat auch schon das Blut gespritzt eben. Seht ihr das? Die haben schon ein Schadensmodell, die Tiere. Okay, hören wir mal auf zu ballern. So, was macht der denn hier? Aha. Jetzt geht diese Tür erst auf. Okay, hier könnte man sich dann... Ich weiß nicht wieso, aber... Ach. Wenn ihr diese Rolle machen wollt, müsst ihr... also bei mir sind das die beiden L2 und R2, wenn man die beiden zusammendrückt. Oder? Nee, gar nicht wahr. R2 ist das. Okay. Manchmal verliert man... PC Connect irgendwie. Gar nicht wahr. Also. Habe ich das vorhin? Habe ich das noch gar nicht. Ach, guck mal. Sie dreht sich nämlich so. Deswegen das. Das finde ich witzig, den Move hier. So, wieso? Auch noch nicht so ganz perfekt. Genau, jetzt geht's wieder nicht mit dem mit dieser Rolle. Das ist ja witzig. Okay.
guck mal, die zielt alle auf die ganzen Tiere hier. Das scheint schon zu funktionieren. What the fuck, wo bin ich? Irgendwie bin ich durch den Boden geglitscht. Also da hinten komme ich nicht hin. Darf ich denn irgendwie wieder hier raus? Da komme ich auch nicht hin. Bin ich denn durchgebackt? Ja, okay. Das soll es sonst mit dem Kolosseum gewesen sein. Ja, wie ihr seht, ist alles noch ein bisschen buggy, aber wir haben wenigstens mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, ne? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Level. Bis dann. Tschüssi.